Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nier Automata. Da ist schon wieder die Maus da. Weg mit dir, Maus. Jedes Mal. Das irritiert mich etwas. Ja, letztes Mal haben wir noch dieses, nette Dorf gefunden mit den Robotern. Wo ich mir erst gedacht habe, das ist eine Falle. Aber es scheint doch keine Falle zu sein. Aber wer weiß. Ich traue diesen Roboter nicht. Aber wenn die mir ja schon Missionen geben, mir was verkaufen, ich weiß nicht. So, hier ist aber was. Hier ist was rot. Hier ist was rot. So, wieder eine Aufgabe? Nicht sagen, sie haben den genialen Erfinder gehört, von der Schnurstracks hierher gekommen, um mich zu sehen. Stimmt's? Bestimmt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Immerhin bin ich das Genie, dessen Name allein schon die Erde zittern lässt. What? Herzukommen, um nach Rat zu fragen, beweist einen scharfen Verstand und ein tapferes Herz, ja? Nun, wenn Sie ein wenig in meine Arbeit investieren, dann erfülle ich, was Sie auch immer in den Sinn kommt. Und möchten Sie in meine Arbeit investieren? Investieren. Narrenerfinder genommen, okay? Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich selbst kaum zugetraut. Dass ich dazu in der Lage bin, okay. Und ganz unter uns, wenn Sie genug investieren, dann bekommen Sie im Gegenzug gewisse Dividenden. Also gut, was möchten Sie investieren? Was habe ich? Ich glaube, irgendwas mit 20.000 habe ich, ne? Komm, 1.000. Sehr klug, sehr klug. Ein geschickter Investor weiß, dass er zuschlagen muss, solange das Eisen noch heiß ist. Wie? Unserer furchtbaren Zusammenarbeit sehe ich mit Freude entgegen. Absolut. Zwei Tage später. Eureka, ich habe es geschafft. Sollen sich Augen im Sinne meiner neuen Erfindung erfreuen? Doch leider hat es über meine Arbeit meine Finanzen erschöpft. Wären Sie bereit, Leute meine Mühen zu investieren? Ja, komm. Dann 2500, das kennen wir ja. Ja. Zwei Tage später. Oh, ein Chip. Sehr schön. Silbererz. Nee, abweisen. Jetzt habe ich genug. Nee. So, hier Jean-Paul's Medaillon, ne? Nee, was? Milan Jolie? Keine Ahnung. Angelina Jolie. Hier die Bitte der Verwalterin. Okay. Fragezeichen, Fragezeichen. Narrenerfinder. Na. Das ist immer noch so. In drei Fragezeichen. Na. So, was haben wir hier? Jean-Paul's. Aha. Und das verlorene Mädchen. Gut, ich würde sagen, wir kehren hier. Abgeschlossene Aufgaben 5%. Sind das alle Aufgaben? Achso, ja, die habe ich ja. Komm. Wir kehren zum Widerstandslager zurück. Hier. Hin. So, das wird auch dementsprechend richtig angezeigt. Ja, mein Roboter hilft mir sogar, mich hier runterzubringen. Oh, shit, das war ja der falsche Weg. Ups. Muss ja nach oben. Und dann hier rüber. Und dann hier rüber. Und dann hier rüber. Gut, dann geht's wieder zurück zum Widerstandslager. Aber gibt's auch noch eine weitere Möglichkeit, außer in die Kanalisation zu gehen? Moment, gibt's hier eine Abkürzung runter? Nein, ne? Muss, glaube ich, den ganzen Weg hier rumlaufen. Hier runter.
Ah, da ist mal was gespawnt. 300 Kill erhalten. Ne, ich muss hier den Weg außen rum rennen. Okay. Vielleicht dürfen die auch nicht herein. Wer weiß. Ja, die kann man nicht anvisieren. Doch, die kann man jetzt anvisieren. Pff, lol, gerade eben konnte ich nicht anvisieren. Ach, was willst du? Der Name ist Jean-Paul, der hier im Dorf hielt. Gentleman, was ist ein Suspekt bezeichnen? Suspekt, aber genau, ein richtiges Geschenk für jemanden, der in Beschreibung passt. Und auf die Stelle bringen, nicht wahr? Ich werde nicht zulassen, dass diese schreckliche Mädchen aus der Wüste sich in unsere Liebe einmischt. What? Ja, Liebe unter Robotern. Liebe unter Robotern. Ich guck mal, was hier, das Rote nehme ich jetzt noch mit. Dass das auch weg ist. Das ist bestimmt nochmal so ein Speicherpunkt, beziehungsweise, Zusatzkarten. Ja, das ist jeder Automat, ja. Karteninformationen freigeschalten. Ja, schnell speichern. So, gut, aber was habe ich jetzt da freigeschaltet? Großartig, nur, genau, hier den Bereich, ja. Oh, ja, Genau, hier den Bereich habe ich ja freigeschaltet. Bup. Gut. Ah, da hinten ist noch was. So. Ach komm, wir kehren zum Widerstandslager zurück. Schließen die paar Missionen ab. Und ich muss nochmal hoch zur Station fliegen. Dort ebenfalls die Sachen abgeben an 11D. Oder D11. Ne, 11D. Dass ich dort auch fertig bin. Wo geht's denn hier lang? Da hinten, mir war es noch was gewesen. Okay, der Loot. Ja, der kommt immer wieder zurück. Wo geht's denn hier lang? Ah. Komm ich hier runter? Ja, komm ich. Sehr schön. Gut. So. Gibt es hier noch was Interessantes? Außer die paar lustigen Roboter, die hier einen abfeiern. Oh. Bergen. Ah, 172 Gold. Okay, da war das bei den anderen immer nur so, so ein Glück gewesen. Dass die ein bisschen was rausspringen lassen. Okay. So, wo geht's denn hier lang? Also, hier ist der Weg zur Kanalisation. Okay. Moment, war ich hier schon mal gewesen? War ich hier schon mal gewesen? Also, den Loot habe ich immer nicht eingesammelt. Da ist noch was. Eieiei. Kristall gefunden. Gut, dann ab in die Kanalisation. Und dann Widerstandslager hoch zur Station. So, und runter mit dir. So, hier die Richtung ist es. Kannst du ein bisschen schneller rennen? Danke. Was? Wo kommt denn der Loot her? Habe ich den das letzte Mal übersehen? Der hinten ist klar, den habe ich übersehen. Eine gute Frage. So, dann geht's hier wieder hoch. Oh, oh. So, schön festklammern hier bitte, ja. Und fahren wir ja nicht runter. So, gut. Das geht dahin. Hier ist Schicht im Schacht. Okay. Leveln die Roboter dann auch mit? Nee, ne? Ich glaube, die leveln nicht mit. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Gute Frage. Was? Ach, der kann das Licht einschalten. Also wenn ich den linken Knopf oder vom Stick gedrückt reindrücke, dann macht er das Licht an. Muss man auch erstmal wissen.
muss man auch ja erst wissen. Einen Bernstein erhalten. Na, wo ist er denn? Ah, da ist er doch. So, du bist auch weg. Ich glaube, ich muss meinen Pott mal ein bisschen besser ausrüsten, dass der mal mehr Schaden macht. Besonders bei Bosskämpfen. Bei nervigen Bossen ist er doch recht... recht hilfreich. Da ist immer ein bisschen Schaden noch kann zwischendurch noch machen. So. Hör mal, Anemone. Ich habe hier ein Paket für dich aus von einer Maschine namens Pascal. Ein Treibstofffilter. Ah, perfektes Timing. Unsere wurden schon knapp. Moment mal, ihr habt Pascal getroffen? Ja klar, du stehst also mit der Maschine in Verbindung. Nur mit denen im Dorf. Die sind total harmlos. Und sie können im Gegensatz zu uns auch extrem komplizierte Geräte herstellen. Zum Ausgleich versorgen wir sie mit Öl und anderen Materialien. Ich schätze, man kann das als eine Art Handel bezeichnen. Ich verstehe. Wie auch immer, wenn ihr wieder zurückkehrt, bringt Pascal doch bitte dieses hochviskose Öl. Viskoses Öl. Okay. So, dann war ja hier oben war ja zu gewesen, ne? Hier oben war ja zu. Ah, ne, stopp. Na, bitte ansprechen. Entschuldige, ist das die Musikdose, nach der du gesucht hast? Sie ist es. Wo habt ihr sie gefunden? Ah, im Vergnügungspark neben der Leiche einer Androiden. War das vielleicht ihre Besitzerin? Oh, war sie. Die ist ziemlich rostig, aber mit etwas Geschick sollte man sie wieder zum Spielen bringen können. Natürlich. Danke, dass ihr sie mir gebracht habt. Jetzt kann ich mich endlich wieder an meine Arbeit konzentrieren. Ach, und von jetzt an seid ihr beiden hier jederzeit willkommen. Ah, ja, ja. Mittlere Erholung, Baumsaat, Tierköder, okay. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Fluch der Karibik. Mit Davy Jones. Ohne Scheiß. Okay, Moment mal. Ist das hier alles rot? Oh, was ist denn hier los? Moment, was ist denn hier los? Widerstandsverschwinden. Ich brauche eine Pause, nur ganz kurz. Zahlen. Ob das wohl Koordinaten sind? Ein Zielpunkt vielleicht oder ein Versteck? Schwer zu sagen. Ich gebe sie einfach mal in die Karte ein. Hä? Jetzt kann ich sie öffnen? Gut. Achso, ich kann ja nicht weiter. Wieso kann ich jetzt die großen Kisten öffnen? Was? Ist das nur ab einer bestimmte Stufe machbar? Widerstandsverschwinden. Das ist kurz vor der Wüste. Erinnerung an 11b. Ja, gut, okay. Das bedeutet, ab zur Station oben hin. Genau hier habe ich oben die Kiste geholt. Was hast du denn für neue Waffen für mich? Könntest du mir was bringen? Kaufen. Nee, also hast du immer noch die alten. Ach so, das sind ja meine Waffen, die ich habe. Aber die könnten schon richtig viel Schaden machen. Ich brauche nur Pyrit. Oder Titanlegierung. Das wäre mir wichtiger. Hast du Titanlegierungen? Nein. Angelplatz will ich nicht. Ich will nicht angeln.
Waffenangriff plus. Oh, keine 40 Stück. Einer reicht. Aber wobei, Moment. Wenn man diese koppeln kann, ja, also wenn ich jetzt noch 4 Stück hole, dann müsste es ja quasi auf 8% gehen in dem Fall. Normalerweise würde ich das so andeuten. Aber er hat jetzt ein bisschen mehr Sachen als vorher. Körperberatung. Nee, ich will keine Körperberatung. Kaufen, verbessern. Pott verbessern. Nee. Boah, du brauchst eigentlich sau viel. Pilze, reines Wasser, Naturkautschuk. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Du kannst dich nicht verschmelzen. Achso, ja. Ah, die habe ich ja schon. Was hätte ich da noch? Ausweichen könnte ich mit dem hier verbinden. Es ist die Frage, bringt der mir jetzt auch Autogegenstand? Oh. Moment, sind die jetzt noch installiert? Moment, jetzt muss ich mal nachschauen. Fähigkeiten, Plug-in-Chips. Typ A einstellen, anpassen. System. Erfahrungsleiste, ja, die sind drinne. Okay, Angriff, Waffen plus. Angriffplan erhöht, könnte ich hier reintun. Waffenangriff passt hier nirgendwo rein. Das ist die Frage, Verteidigung, ja, Todesheilung, ja, das finde ich gut, dass ich die drin habe. Stabilität. Automatische Heilung. Ja, der hat es ja rausgenommen. Nee, warte. Ein Neuer hat 1,2% der Pillen nach 6 Sekunden ohne Schaden. Das ist auch interessant. Unterstützung, Bewegungstempo. Bewegen. Bewegen. Mhm. 10%, 40%. Aber das hatte vorher, glaube ich, 5 gehabt, ne? Und jetzt ist es auf 7. Bewegungstempo. Fundrate. Ich würde eher die Erfahrung nehmen. Halt 10% mehr. Unter 30%. Halt 10%. Das ist mir, bevor ich das vergesse, mache ich das auch. So, gut. Ja, kaufen. Ausverkauft. Ich habe nicht genug Geld. Sonst würde ich mir einen 16er kaufen. Na, ich brauche noch einen. Noch einen nehme ich mir noch. Die Frage, was könnte ich verkaufen? Was viel Geld bringt, ja. Kupfererz. Silbererz, das ist eigentlich sau gut. Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwo brauche. Deswegen lasse ich es mal sein. Defekter Schlüssel. Ein kaputter, unbenutzter Aufziehschlüssel. Ja, ist das Plunder? Ist die Frage, was hätte ich noch? Oh, einfaches Gerät. Was nehmen wir, wenn ich weiß? Baumsaat. Wörterbuch. Tristes Armband von denen kann verkauft werden. Okay.
können verkauft werden. Alte Masken, eine andere, die von denen gelassen wurde, kann verkauft werden. Moment, ich habe 4 Stück davon? Warum nicht? Kann verkauft werden. Vielleicht, wo ist das, alles, was unten ist, kann wirklich verkauft werden, sage ich mal so. Mit speziellen Maschinenwesen. Nur was macht der? Ich lasse den mal drin in den Maschinenkern. Und dann kaufe ich mir Namor was. Wenn eine Schützenbarriere an. Nee, komm. Nee. Ich könnte gerade die 24er holen. Oh Gott. Komm, ich mach's. Und dann noch ein 8er. Okay, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr noch upgraden. Das finde ich sehr schön. Fähigkeiten. Okay, es gibt nur maximal so viel. Mhm. Unterstützung. Bewegungstempo. Das ist auf 4%. Ja, rein. Fundrate rein. Verdiente Erfahrung rein. So, ausweichen mache ich mal weg. Verteidigung. Reduziert physischen Angriff um 10%. Oh, das sind 19. Boah. Zwei Sekunden, das ist cool. Kein Taumel mehr, maximal. Oh, das soll hätte ich könnte noch holen. LP um 5%. Ich habe 1821. Autoheilung. Oh, hätte ich könnten auch reinnehmen. Ah, verdammt. Also da muss man jetzt ja wirklich. Da muss man jetzt ja wirklich umdenken. Gut, wenn ich jetzt noch ein bisschen Geld bekomme, dann mache ich mir noch die Autoheilung hinein. So, jetzt. いかがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることを、これかいただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でも、これからもよければ、この村に来てください。 So, kann ich jetzt hier die Kiste aufmachen? Ja oder nein? Ne, die kann ich nicht aufmachen. What the fuck? Oder war das andere eine große Kiste, spezielle Kiste? Hm. Gut, okay. Ich mache einmal noch schnell speichern. Blip. Und dann den Transport zum Bunker nach oben. Und dann gehen wir zu 16D. Geben dort die, ja, die Daten ab von 11B. Ich glaube, das war 11B gewesen. Und dann hätten wir das auch schon geschafft. Dann ist halt die Folge auch wieder vorbei. Eieiei. Ui, ich bin halt auch ziemlich müde. So, wo geht's hier nochmal lang? Hab's wieder vergessen. Achso, da nach unten. Okay. So, gut. Achso, ja, hier gibt's noch ein bisschen Loot. Kaufen. Was hat denn der hier Schönes? Hier Angel. Nee, ich will keinen Angelplatz haben. Bitte dich. 9S. Hat nix. Ja, hier sind die Pots. 5O. Operator. Nee, bei dir kann ich glaube ich nur quatschen, ne? 21O. Nimm mich mit. Ein Terminal? Nein. Danke. Eine Abwehr plus K erhalten. 7B. Ist die immer noch am Schlafen? Die ist nur am Schlafen. Seit wann brauchen Androiden Schlaf? Hangar. Ich muss zum Hangar runter. Na, gehst du durch? Seit wann brauchen Androiden Schlaf? So, dann geben wir dir das Ei ab. Ach, 2B, hallo.
Ich habe 11 Bs Körper gefunden, zusammen mit dieser Waffe. Hauptfähigkeiten übergeben, jawohl. Dieses Kampflog ist noch intakt. Sie hat scheinbar bis zum bitteren Ende gekämpft. Ich wusste immer, dass sie die mutigste von uns allen ist. Vielen Dank, 2B. Aber ich glaube, du solltest sie behalten. Immerhin bist du ein Kampfmodell. Und ich bin nur eine Verteidigungseinheit. Ich bin sicher, 11B hätte sich gefreut, wenn sie sinnvoll eingesetzt würde. In Ordnung. Da bin ich mir sicher. Gut, dann kann ich die Erinnerung jetzt wenigstens ruhen lassen. Darf ich schon etwas gestehen, 11B und ich? Wir hatten eine Beziehung. Aha. Hätte versprochen, mich zu beschützen. Es schien mir damals alles so romantisch sein. Leg mich doch am Arsch. Jetzt man können. Was? Androiden? Was? Aber jetzt kann sie es nicht mehr. Ich habe darüber nachgedacht, mich zu einem Kampfmodell umbauen zu lassen. Wie du und sie. Dann könnte ich ihren Tod dreschen. Ich verstehe. Wie auch immer, danke. Ach, und hier, das solltest du nehmen. Ich habe keine Gründe mehr, mich selbst zu schützen. 5000G? Wow. In Erinnerung an 11B abgeschlossen. Gut. Ansonsten gibt es ja hier keine Mission mehr, wo ich noch abschließen kann. Sorry. Ich bin etwas zu müde. Ich muss mal früher ins Bett gehen. Wesentlich früher ins Bett gehen. Ah, da, Gesundheit, danke. Also bei mir kommt jetzt wieder nochmal die Pollenzeit. Das ist nur das Schlimme dabei. Sie kehrt wieder zurück, die Pollenzeit. Ja! Wie ich sie hasse. Naja, kann man auch nichts machen. Ich muss da durch, seit 30 Jahren. Naja. Gut. Bitte runter zum Lager. Ach, ich habe wieder so viele Erfahrungspunkte. Okay. So, was habe ich denn jetzt alles? Gold, Gold, Gold. 11.000. Kann ich später noch was kaufen? Bitte. Ich glaube, das kostet 20.000, ne? Ja, 20.000, die 16er, ja, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, dann das Maximale, was ich tragen könnte. Und dann muss ich dann halt zwischen den Typen unterscheiden. Also Typ A, Typ B, Typ C. Okay, gut. Kartenmodus. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Widerstandsverschwinden. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.